Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen endlich mal wieder zu einem neuen Unboxing. Ich kann es schon kaum mehr aussprechen. Zu einem neuen Unboxing hier bei mir auf YouTube. Jawohl. Und mal ausnahmsweise kein Stream-Mitschnitt oder irgendwas, sondern mal wieder ein Video so ganz exklusiv für YouTube. Warte mal, ich muss mal ganz kurz hier einmal kurz das hier machen. Warte. Mal kurz einmal den Chat aus. So, easy. Ja, hallo. Hallo. Kennt ihr mich noch? Ich hoffe doch. Pass auf, ich hab mal wieder bei Konsolenkost, ja, ich mache jetzt einfach mal schamlos Werbung, aber wobei Konsolenkost jedem, der Retro-Stuff sammelt, oder halt ältere Spiele sammelt, eigentlich ein Begriff sein sollte. Ich hab bei Konsolenkost tatsächlich mal wieder ein bisschen zugeschlagen und hab mir mal wieder ein paar klassische GameCube-Spiele gekauft oder Games, besser gesagt, um die GameCube-Kollektion von mir so ein bisschen voranzutreiben. Ihr wisst ja, ich würde gerne, oder mein Ziel ist es irgendwann mal, so viele GameCube-Spiele zu haben wie möglich. Die GameCube ist einer meiner liebsten Konsolen tatsächlich. Ich habe diese Konsole einfach geliebt und liebe sie nach wie vor immer noch. Und deshalb ist es irgendwann mal von mir ein Ziel zu sagen, okay, ich habe 300, 400 GameCube-Spiele. So, das übrigens auch mit der Xbox 360, also das sind die größten zwei Sammlungen, die ich habe. Und deshalb habe ich mir mal wieder ein paar Games gegönnt. Ich mache das so ein-, zweimal im Monat, gönne ich mir, was weiß ich, für 40, 50 Euro Spiele, ja. Irgendwas muss man ja haben, so an Hobby-mäßig. Und die möchte ich euch einfach mal zeigen. Ich dachte mir, warum machst du nicht einfach ein Unboxing, wenn du die Spiele schon hast? Das haben wir ja einmal gemacht zu den Big Boxen, zu den PC-Spielen habe ich das ja einmal gemacht. Und jetzt mache ich das auch einfach mal zu den GameCube-Spielen. Ja, warum nicht? Finde ich eine gute Sache. Auf jeden Fall. So, da haben wir zum einen das hier. Medal of Honor European Assault. Ist ein Medal of Honor Game aus dem Jahr 2005. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Medal of Honor Reihe fand ich schon immer ziemlich interessant. Es gab das ein oder andere Medal of Honor, was ich jetzt nicht so geil fand, aber Medal of Honor European Assault war tatsächlich ziemlich nice. Das Einzige, was mich bei Medal of Honor immer so ein bisschen gestört hat, war dieses typische, du bist der Amerikaner und kämpfst gegen die Welt und rettest die Welt. So, ich würde mir mal ein Medal of Honor wünschen, wo du vielleicht mal jemand anderes spielst. Vielleicht mal eine andere Nation spielst. So, das wäre mal geil. Ansonsten muss ich sagen, Medal of Honor fand ich schon immer ziemlich cool. Wer die legendäre Mission von Medal of Honor, wo du diesen Beach-Angriff, wie hieß das nochmal? Ne, ihr wisst, was ich meine. Diese legendäre Mission, ich glaube Omaha Beach war das gewesen, wo die Soldaten in diesen Schiffen fahren und dann kommen sie da rein und dann gehen die Schiffe auf und dann geht's los. Bam, 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 bam. War einfach geil. Ja, und damals, zur damaligen Zeit, PS2 war das, PS2 GameCube-Zeit, einfach legendär. Ist das sogar das hier vielleicht gewesen? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist ja Zweiter Weltkrieg hier gewesen. Oder war das Zweiter? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall sehr, sehr legendär. Also, Medal of Honor European Assault ist jetzt Teil der Sammlung. So, dann geht's weiter. Wieder mit einem Medal of Honor. Rising Sun tatsächlich. Und das ist das erste Medal of Honor gewesen, was zwei Discs hat. Ja, da fing es dann schon an, ja, dass die GameCube-Spiele teilweise zwei CDs hatten, weil es eben einfach nicht mehr anders ging von der Größe her. Und ja, Medal of Honor Rising Sun war aus dem Jahr 2003 und ein ziemlich großes Spiel tatsächlich. Ich guck mal gerade, was haben wir hier so für Booklets? Nichts sonst, aber hier ist wenigstens noch ein bisschen was drin. Hier sind noch ein bisschen die Charaktere erklärt. Die Personalakten haben wir hier erklärt, aber sonst eigentlich nicht viel. Und hinten drauf ist noch ein bisschen James-Bond-Werbung. Finde ich auch immer geil, sowas. 007, was ist das? Die Another Day, glaube ich. Nee, Everything or Nothing, okay. Ja, also auch sehr, sehr cool auf jeden Fall. Die Spiele sind soweit einigermaßen in gutem Zustand. Das hat jetzt hinten so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr seht, so ein bisschen geknittert. Das ist so dieses typische Videothekending, was man normalerweise kennt. Wenn man Spiele früher in der Videothek ausgeliehen hat, dann sahen die meistens auch so aus. ja, ist von der Packung her, von der DVD-Hülle her nicht mehr in allzu bestem Zustand. Aber theoretisch gesehen, da kaufst du dir halt einfach irgendwie bei eBay oder so, so ein paar Nintendo GameCube, so ein paar Nintendo GameCube DVD-Hüllen und dann passt das auch. Ja, dann ist das alles easy. Also Medal of Honor Rising Sun, ebenfalls Teil der Kollektion. So, dann geht's weiter. Haben wir noch ein Medal of Honor? Nee, ne? Nee. Aber ein Spiel der ähnlichen Klasse, muss man fast sagen. Call of Duty. Jawohl. Call of Duty aus dem Jahr 2004, Finest Hour. Ich glaube, Call of Duty Finest Hour müsste, glaube ich, war das das erste Call of Duty?
ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Ich glaube, das Finest Hour müsste die Konsolenversion des ersten Call of Duty Teils gewesen sein, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ich meine aber, so ist es gewesen. Ich muss das immer so ein bisschen schräg halten, damit es nicht blendet. Genau das hier meine ich. ja, Call of Duty Finest Hour, sehr, sehr geil, muss ich sagen. Ebenfalls Zweiter Weltkrieg und ebenfalls ein Shooter, aber damals halt einfach zum damaligen Zeitpunkt Call of Duty war einfach mega nice. Da sind noch ein bisschen die Waffen erklärt. Da hast du halt auch noch richtig geile Booklets gehabt, ne? Gut, das sieht man jetzt fast gar nicht. Aber da hast du noch die Waffen erklärt bekommen und so weiter und so fort. Das hast du heutzutage ja gar nicht mehr, ja? Und hinten drauf auch sehr, sehr geil. Werbung für Tony Hawk. Kommt ja auch ein Remaster draus. Auch sehr, sehr cool. Ja, sehr gut. Also auch Call of Duty gehört dazu. Und dann haben wir ein weiteres Game, was ich extrem feier. Leider ist hier schon die, das war relativ billig gewesen, weil die DVD-Hülle nicht mehr die originale ist. Und wir haben kein Booklet mehr, ja? True Crime Streets of L.A. Jawohl, immer so ein bisschen im Schatten stehend von GTA, wenn du es so willst, ja? Aber ich muss sagen, die True Crime-Reihe, wenn ihr sagt, och, ich hätte mal wieder Bock auf ein schönes Open-World-Spiel, ja? Die True Crime-Reihe war damals schon... war damals schon ziemlich, ziemlich geil, muss ich sagen. Also es hat eine Menge Laune immer gemacht. Ist irgendwie heute Activision-Tag, ne? Activision und EA. Huch. ja, also True Crime Streets of L.A. Auch sehr, sehr geil. Ich weiß gar nicht mehr. War das das? Ich hatte ein True Crime gehabt, was ich noch nie durchgespielt habe. Es könnte sein, dass es das hier ist. Slow-Mo Dives. Hatten sie sich natürlich ein bisschen von Max Payne abgeguckt, ne? Ist 2003. Das ist also dieses Max Payne-Ding gewesen, wo du dann in Slow-Mo so fliegen kannst. Ja, war halt zur damaligen Zeit, war das Ding überhaupt. Zeit verlangsamen, voll geil. ja, nichts Besonderes heutzutage, aber früher war das halt das Nonplusultra. Vor allem Max Payne hat das Ganze halt einfach in die Branche oder in die Szene gebracht, in die Videospielszene. Ja. So, dann kommen wir zu The Sims. Bustin' Out. Ja? Sims, wie hieß das im Deutschen? Die Sims ausgebrochen oder sowas? Ich weiß es gar nicht. Ausgebrochen könnte aber auch falsch sein. Ich weiß gar nicht, wie das in Deutsch hieß. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall Sims-Spiel mit Booklet auch wieder am Start. Also hier haben wir wieder ganz normale Qualität. Natürlich auch originale Nintendo-Verpackung. Und wir haben sogar noch da oben. Oh, okay. Das ist natürlich, ja, ein bisschen kaputt. Ein bisschen kaputt, möchte ich sagen, aber gut, okay, da steckst du halt nicht drin. Ja, da steckst du leider nicht drin, aber das ist auch nicht so schlimm. Wir haben sogar da oben noch einen Barcode, aber der ist leider nicht mehr leserlich. Der ist leider nicht mehr zu lesen. Ist auf jeden Fall die UK-Version des Spiels, ja, von Sims Bustin' Out. Ist nicht die deutsche Version, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, das Sims habe ich nie gespielt. Das habe ich, glaube ich, nie gespielt. Explore 60 new locations. Das habe ich nie gespielt. Octagon Military Command Center. Nee. Habe ich nie gespielt. Nie. Habe ich mir nie angeguckt. Keine Ahnung, was das ist, was man da machen muss. Ich habe keinen Plan. Ich weiß es nicht. habe ich nie gespielt. So. Dann kommen wir zu einem Spiel, was ich sehr, 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 sehr viel gespielt habe und auch sehr, sehr gerne. Booklet ist leider nicht mehr dabei, aber die CD ist dabei. Und zwar Super Monkey Ball. Kann ich mich damals noch dran erinnern, haben Simon und Michael von Giga TV oder von Giga Games damals, hatten das damals vorgestellt für den Gamecube. Und ich habe das damals so gefeiert, weil ich das so geil fand mit diesem Ball. Und da musstest du so ein bisschen rumbalancieren und dann gab es so viele Minispiele und so Bowling und sowas, total geil. Und das habe ich sehr gefeiert und deswegen habe ich mir das, das muss in der Sammlung sein. Das muss einfach mit dabei sein. Super Monkey Ball, sehr, sehr geiles Spiel, auch vor allem für mehrere Spieler an einer Konsole. Hat das auch immer sehr, sehr viel Spaß und auch sehr, sehr viel Hass verbreitet. so. Dann geht's weiter mit einem Genre, was ich persönlich nie wirklich selbst gespielt habe. Also habe ich wirklich nie selbst irgendwas mitgemacht oder irgendwie mir angeguckt oder gezockt oder sowas. Und zwar Golf. PGA Tour 2004. Habe ich nie gespielt. Golf, muss ich sagen, hat mir jetzt... ja, weiß ich nicht. Also Golf ist... Ich finde Golf jetzt nicht langweilig oder so, ne? Aber ist irgendwie immer an mir vorbeigegangen. Ist halt so ein typisches EA-Spiel, ne? EA Sports von damals, PGA Tour, als sie damals noch die Lizenz hatten. Ja, Booklet ist dabei und es ist auch an dieser Stelle zwei Discs.
Also haben wir auch hier. Wo ist denn hier? Da ist hier. Das Spiegelverkehr in der Kamera. Haben wir auch wieder zwei CDs. Also, sind das. Wie hießen die Dinger eigentlich? Wie hießen die Dinger von der GameCube? Da, sind das normale CDs gewesen? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Ne? PGA Tour, weiß er Bescheid. Relativ guter Zustand, finde ich gut. So, dann haben wir ein Spiel. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert. Die typischen THQ-Spiele. Ja, also THQ-Games hatten, also die Jungs und Mädels von THQ, die gibt es ja mittlerweile wieder unter dem Namen THQ Nordic. Früher hatten die Jungs und Mädels von THQ immer, aber auch wirklich immer, Lizenzspiele. Das war der Lizenzspielgeber Nummer 1, wenn du es so möchtest. Neben EA, welche mit Harry Potter und was weiß ich was noch allem, auch viele Lizenzspiele hatten. Aber THQ war die absolute Nummer 1, vor allem was Disney und Nickelodeon anging. Ja. Disney's Cars. Auch jetzt irgendwie kein Spiel, was ich unbedingt zocken muss oder früher viel gezockt habe. Aber es gehört halt die Sammlung dazu. Ne? Ich sage ja, ich möchte so viele PAL-Spiele haben wie möglich. Und da gehört das halt einfach dazu. Das sind halt einfach so Spiele, wo ich gekauft habe, um einfach die Sammlung ein bisschen aufzufüllen. Ne? Das sind diese Games, wo du auf die Seite gehst bei Konsolenkost und siehst die für 2, 3 Euro oder 4, 5 Euro und ballerst die einfach in den Warenkorb mit rein, weil du sagst, ich muss sie mir ja eh holen, wenn die Liste komplettiert werden soll. Ne? Mehr ist das nicht. So, dann haben wir ein Spiel, wo ich sagen muss, ja, ein absolut unterschätztes Spiel, meiner persönlichen Meinung nach, ist tatsächlich ein Spiel, was lizenziert von Nintendo wurde und kommt tatsächlich auch von Atari unter anderem, aus dem Jahr 2003, Enter the Matrix. Und ich muss sagen, die Matrix-Spiele waren richtig, richtig nice. Es gibt das Ding hier und es gibt Path of Neo. Und ich muss sagen, Enter the Matrix ist damals auch ein Spiel gewesen, was ich bei Giga zum ersten Mal gesehen habe. Ich war halt Fanboy, es tut mir leid. Und bin es auch nach wie vor immer noch. aber Enter the Matrix, muss ich sagen, war ein sehr, 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 sehr geiles Spiel. Und wie ich finde, absolut unterschätzt. Wirklich, das Spiel hat wirklich Laune gemacht. Ist ein Third-Person-Shooter. Natürlich auch ein bisschen hier mit Zeitverlangsamung, Slow-Mo. Wie heißt denn das nochmal? Verdammt nochmal. Ich habe den Begriff dafür vergessen. Man kann an der Wand entlang jumpen. Das konnte man machen. Voll geil einfach. Sieht man, ja, hier sieht man ein Bild, aber das seht ihr jetzt wahrscheinlich nicht. Ich kann es ja trotzdem an die Kamera halten. Da sieht man es. Da konnte man so an der Wand entlang jumpen und dann so voll die geilen Moves machen. Und hat sich halt wirklich wie so ein Geheimagent quasi gefühlt, wenn du es so möchtest. Wie aus dem Matrix-Film. Ja. Und ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich muss sagen, ich mochte die Matrix-Filme sehr, sehr gerne. Und genauso halt eben auch die Spiele, ja. Großes Highlight in dem Game waren tatsächlich auch die Nahkämpfe, die mit verschiedenen Tastenkombinationen sich sehr, 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 sehr intensiv angefühlt haben. Gefühlsecht und intensiv, Freunde. So haben die sich angefühlt. Geiles Spiel. Absolut unterschätzt, wie ich finde. Ja, dann kommen wir nochmal zu so einem Filler-Ding. Natürlich, ich habe es zwar früher viel gespielt, FIFA 2004. Ich habe es früher mal auf der PlayStation 2 gespielt. Weil das die erste Konsole damals, die ich hatte, wo ich FIFA drauf hatte. Aber ja, gut. FIFA 2004 brauche ich, glaube ich, nicht viel zu erklären. Ne? Ist ein Fußballspiel, ist ein FIFA-Spiel, spielt sich genauso wie FIFA 20. Nein, das war gemein. So schlimm ist es nicht. Aber früher hat man noch so Zusatzoptionen gehabt wie Off-the-Ball-Steuerung. Steuere jetzt mehrere Spieler gleichzeitig mit dem einzigartigen Off-the-Ball-Steuerungssystem von FIFA 2004. Aha. Dann haben wir spiellich ganz nach oben, 18 Ligen, 350 Teams und 10.000 Spieler nehmen die Herausforderung im neuen Karrieremodus immer mehrere Jahre an. Aha. Und wir haben hier exklusiv bei der Nintendo Switch, Game Boy Advance Link. Schalte Boni frei, um deine Fähigkeiten als Manager noch weiter zu verbessern und deine Karriere voranzutreiben. Ja, ist halt ein FIFA, ne? Ist halt ein FIFA-Game. Was soll ich sagen? Es ist halt einfach ein FIFA-Spiel. Nichts Besonderes, aber ja. Und dann ein Spiel tatsächlich. Das vorletzte Spiel in dieser Liste hier, beziehungsweise in diesem Video. Ein Spiel, von dem ich überhaupt nichts mitbekommen habe, das ich auch noch nie gespielt habe und ich auch nicht wusste, dass es das überhaupt gibt. Und zwar, es reimt sich, NFL Street. Haha. Ja, wie gesagt, keine Ahnung, habe ich nie gewusst, dass es sowas überhaupt mal gab. Ich kenne natürlich FIFA Street, ne, ist ja klar.
Tobi, wann kommt FIFA Street wieder? Ja, ich weiß. Entschuldigung. Es tut mir leid. Ja, wusste ich nicht, dass es das gibt. Ist von EA Big, ne? EA Big hat ja früher viele dieser Street-Games und Lifestyle-Games gemacht. Da gab es noch dieses Snowboard-Spiel. War das SSX? Ne, das war von Ubisoft, glaube ich. Ach, ich weiß es nicht mehr. Dieses Snowboard-Spiel auf jeden Fall. Dann hatten sie, glaube ich, noch ein Skate-Spiel gehabt von EA Big. Ziemlich große Nummer früher gewesen. So dieses Street-Jump-Hip-Hop-Shit-Ding. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall NFL Street. Ich wusste nicht, dass es das gibt. Jetzt habe ich's. Ich werde es wahrscheinlich nie spielen. So. Und dann haben wir noch ein Paket. Das hier kam nämlich einzeln. Ich weiß nicht, ob das nicht mehr reingepasst hat. Ich weiß auch noch nicht mal, was das ist. Oh. Wow. Was? Hier haben wir 10%. Okay, das ist schon lange nicht mehr gültig. Und das ist Werbung. Okay. Weg damit. Ja, das ist ein sehr schönes Spiel tatsächlich. Habe ich auch früher sehr, sehr viel gespielt. Ich muss sagen, ich habe früher sehr, sehr gerne Formel 1 Spiele gespielt. Tatsächlich auch auf der Gamecube schon, oder auf dem Gamecube, auf der PlayStation 2, auf der PlayStation 1 damals schon. F1 Championship war einfach mega geil damals. Und das hat sich eigentlich so durch die ganzen Generationen gezogen. Ich habe für die Xbox 360 die neuen Codemasters Formel 1 damals gezockt. Auf dem PC dann die neuen Games, die von Codemasters noch kamen. Und ich muss sagen, wenn ich mal so drüber nachdenke, Formel 1 war eigentlich so das Game, was mich immer begleitet hat. Formel 1 war immer da. Ich habe auf jeder Konsole, die ich jemals hatte, habe ich immer mindestens einmal ein Formel 1 Spiel gehabt. Sogar auf dem Game Boy. Krass. Mit FIFA ist das nicht so extrem. Naja, auf jeden Fall absolut geiles Spiel. F1 2002, also Formel 1 2002. Noch mit den richtig geilen Fahrzeugen, mit BMW. Dann mit Heinz-Harald Frenzen mit dem Fahrzeug. Michael Schumacher ist natürlich noch dabei. 2002 bis 2004 war so die Blütezeit von Michael Schumacher. Legende. Absolut Legende. Und es gab hier tatsächlich schon das erste Crash-System und sowas. Und ich muss sagen, ich mochte diesen BMW hier vorne immer. Ich mochte diese BMW-Fahrzeuge. Ich weiß gar nicht, wer hatten den gefahren? Ich glaube, Ralf Schumacher und Montoya, glaube ich, waren das gewesen. BMW war immer mega geil. Ich muss sagen, so sehr ich BMW jetzt in echten Leben, jetzt aktuell, also heutzutage, einfach nicht mag, weil es mir nicht gefällt, so sehr mochte ich es in der Formel 1 tatsächlich. Siehst du mal, wie kurios, ne? Siehst du mal, wie kurios. Aber die sahen einfach am geilsten aus, fand ich damals, die BMW-Fahrzeuge, von den Farben her. Zustand ist super. Ja, Booklet dabei. CD ist... Ja, hat halt ein paar Gebrauchsspuren, ne? Aber das ist absolut in Ordnung. Ich sag mal, 80% der Spiele habe ich mir eh nicht zum Zocken gekauft. Ich meine, wenn ich ein Gamecube in der neuen Bude, wenn wir umgezogen sind und ich könnte Gamecube irgendwie anschließen, habe die Möglichkeit dazu, dann würde ich bestimmt das ein oder andere Mal ein Gamer einlegen und so ein bisschen nostalgiemäßig ein bisschen rumschwärmen. Aber ansonsten, die Spiele stehen zu 90% der Fälle, stehen die im Regal. Ja, und da ist es eigentlich nur wichtig, dass die Seite hier gut aussieht. Ja, weißt du Bescheid. So, schön. Ja, ich weiß nicht. Dem einen oder anderen wird das Video jetzt wahrscheinlich sinnlos rüberkommen und der wird wahrscheinlich sagen, was habe ich mir gerade die letzten 18 Minuten angeguckt? Aber vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen. Ich weiß es nicht. Also ich kann mich daran erinnern, dass die Big Box PC-Unboxings damals sehr, sehr gut ankamen und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache das jetzt einfach nochmal. Ne? Und ich werde das jetzt immer mal machen, wenn ich mir neue Games bestelle. So, ich sag mal, ab 5 Stück, ne, werde ich euch die auf jeden Fall zeigen. Ja, und ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Bock hättet, wenn ich mal so ein Collection-Video mache, wenn ich euch mal zeige, was ich bis jetzt für Games habe. Das könnte man vielleicht ein bisschen anders gestalten als jetzt dieses Video hier, weil ich glaube, einfach nur die Games in die Kamera halten und zeigen, es ist irgendwie langweilig, oder? Ich weiß es nicht. Ich bin sehr unsicher geworden. Ich habe lange keine YouTube-Videos so, wie wir sie jetzt hier gerade haben, gemacht. Ihr müsst mir Selbstvertrauen in den Kommentaren da lassen. So. Ja, auf jeden Fall könnt ihr euch drauf freuen. Es wird wieder ein bisschen mehr auf YouTube kommen. Ja, da könnt ihr auf jeden Fall von ausgehen. Ich habe YouTube sehr vernachlässigt, das tut mir an dieser Stelle leid. Das muss ich an dieser Stelle mal sagen. Es kam, im Grunde genommen ist mein YouTube-Kanal ja nur noch ein Stream-Archiv. Und ich würde das gerne wieder ein bisschen ändern. Ich hoffe, dass der ein oder andere noch da ist und der ein oder andere vielleicht dieses Video hier sogar noch sieht. Ja, das wäre sehr toll. Und den Leuten sage ich auf jeden Fall Dankeschön für die jahrelange Treue. Ja, ganz, ganz liebes Dankeschön. Und ihr kommt jetzt wieder auf eure Kosten. Versprochen. So. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir hören und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis dahin.